Hey Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation. Ich habe mir was zu trinken geholt und jetzt geht's frohen Mutes weiter. Ich werde verfolgt von den Androiden und zwar nicht gerade wenig davon. Oh Gott. Warte, ich muss hier irgendwie raus. Ich muss hier irgendwie raus, glaubt ihr es? Seht ihr da noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Leute, ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Diese Mistkerle. So, oh Leute, schön. Schön, schön, schön. Meine Güte. Oh. Ich muss hier raus. Bin ich überhaupt richtig? Flüchten Sie zurück durch Sexton Communications. Ja, danke. Und wieder dem Alien in die Arme, ne? Hahaha, ihr Ärsche. Ihr habt mich nicht gekriegt. Aber das Alien auch nicht. So, erstmal lecker Batterien rein. Oh Gott, oh Gott. Aha, euch habe ich kaputt gehauen. So, flüchten Sie zurück zu Sexton oder durch Sexton Communications. Das mache ich am besten durch den Lüftungsschacht, oder? Oder lohnt sich hier noch was aufzusammeln, was ich vergessen haben könnte? Hm. Leute. Nicht ernsthaft jetzt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Leute, nee. Nee, nee, nee. Nicht das jetzt auch noch, oder? Ach du Scheiße. Bitte nicht noch das Alien jetzt dazu. Ich trau mich jetzt. Ich kann nicht mehr. Habe ich noch was gefunden? Nein, natürlich nicht. Oh Gott, das, wenn das Vieh jetzt noch hier rumrennt. Ich muss nur bis davor, Leute. Ist das ein Plan noch? Nope. Nope, nope, nope. No materials. Keine Vögel? Warum sind Vögel Materialien? Oh. Davon habt ihr mir erzählt, wenn der Sabber aus dem Luftschacht kommt, dann sollte ich da nicht dran vorbeilaufen. Da gibt's nämlich Besuch. Was? Zwei? Wollt ihr mich gerade rollen? Ernsthaft? Das sind doch... Das ist doch nur ein Alien, oder? Alter Schwede. Ach du Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich kann nicht mehr.
Oh Gott. Oh Gott. Leute, es tut mir leid, wenn ich nichts sage, ja? Aber... Ja. Aber... Ihr wisst... Ihr wisst nicht, wie das ist gerade. Ich habe Todesangst. Das dumme Scheißvieh, das könnte mich jederzeit hier holen, wenn ich laut bin. Und reden zählt vielleicht dazu, man weiß es nicht. Vielleicht ist das Vieh ja so schlau, dass es mich hört. Vielleicht hat das Spiel ja ganz perfiderweise mein Mikrofon hier angezapft. Weißt du nicht, ne? Oh nein. Oh. Immer diese Störsignale. Alter Schwede, ich muss den ganzen Weg zurück. Das ist offenes Gelände, wisst ihr das? Wollt ihr mich verarschen? Da tropft doch wieder irgendwas. Ach, das ist der Specht. Das hier habe ich alles schon gelesen, ne? Okay. Da steht ja wieder einer. Blöder Android. Meine Fresse, du. Der schaut mich nicht an, oder? Ach du Kacke. An dem komme ich doch nie vorbei. Scheiße! Das wird sich um einen Zeitplan aus. Hallo? Was soll denn hier sein? No! Fuck! Och Mann! Das Alien ist auch noch da! Alter Schwede, das könnt ihr nicht bringen jetzt, ohne Witz! Hau ab! Hau ab! Oh, nein, nein, nein! Ich hab schon gedacht, ich schaff's! Zieh dich! Ernsthaft! Ernsthaft! Kacke! Am Stiel! Nein, da waren ja noch mehr, oder? Ach, zu Kacke, komm. Ein Treffer und ich bin tot. Von diesen Mistkerlen. Gib's dir. Oh. Hallo? Ich muss mit jemandem. Das ist mir scheißegal. Ja? Das ist mir total egal. Oh. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Da wollte mich wieder irgendwas erschrecken. Oh, es tut mir leid, wenn ich hier so... Warte mal. So einen trockenen Mund. Es tut mir sehr leid, wenn ich hier etwas ausfallend werde und böse Worte sage, aber ich kann das nicht kontrollieren. Den Transit zum Skimet-Turm nehmen. Ach so, das ist ja gerade um die Ecke. Zieh dich doch. Ja, okay. Du kannst ruhig zugehen. Ist das ein Android? Die haben hier gar nichts zu suchen, Leute. Hier waren Menschen. Oh Mann. Das ist hier, ne? Hier konnte ich die Tür letztes Mal öffnen. Bin dann aber zum Aufzug. Ja. Ist da was? Ist hier noch der Ethanol? Oh, Mann, Leute. Was? Wie soll ich denn? Da gibt's doch nichts mehr. Ach so, ja gut, die Lobby... Aha, okay. Ich verstehe.
Da muss ich ja doch wieder zurück. Oh nein. Warte mal, mir ist nur was eingefallen. Ich wollte nochmal in diesen Lüftungsschacht. Letztes Mal. Ich hoffe nur, das Vieh kommt jetzt nicht. Auch keine Sabber von der Decke. Warum sabbern die eigentlich immer so, frage ich mich. Ich meine, wenn sie so eine perfekte Lebensform sind... Oh, geht's da runter? Dann... okay, Ripley. Bist du gerade erschrocken oder was? Oh, sieh mal. Ist das ein Geheimlager? Boah, wenn das Vieh jetzt hinter mir rauskommt, ne? Oh, wie schön. Das Vieh ist auch noch so laut, ne? Das macht einem die ganze Zeit Angst, dass es jeden Moment runterkommen könnte. Stinkende Kreatur. Was ich sagen wollte, das Vieh sabbert doch nicht so viel, wenn es die perfekte Lebensform ist, oder? Oh, oh, was? Ah! Verzieh dich! Lass mich los! Alter! Auf die Phrasen! Verpiss dich, Mann! Der zieht mir die Hälfte Leben ab, weil er nach mir greift, oder was? Ah, du Scheiße, bin ich immer erschrocken. Ich dachte, das wäre das Alien und dann kommt so ein dummer Android. Oh nein. Oh, da kommt's schon. Da kommt's schon. Es ist wieder weg. Mann, das trollt mich. Das Vieh trollt. Alter, die ganze Zeit. Geht hier was auf und zu? Mach mich nicht wahnsinnig. Ich bin total angespannt. Ich kann nicht mehr klar denken, Leute. Ich bin nur noch am Zittern. Ich glaub mir das vielleicht nicht, aber es ist so. Ich bin total drin irgendwie. Ich komme mir vor, als wäre ich gerade selber Ellen. Amanda, Entschuldigung. Ich würde hier gar nichts machen. Ich würde mich in den Schrank setzen und warten, bis einer kommt. Was war das denn? Nein. Nein. Oh Gott. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet. Ihr seid doch bestimmt böse, oder? Oder er ist böse. Wird er jetzt gefressen? Wie cool der bleibt, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich hör's. Oh, oh, oh. Was? Sie sollten nicht hier sein. Ja, Penner. Ich hab's geschafft. Oh, oh Leute, ich bin... Ich bin total durch. Sevastopolski, mein Turm. Ja, habe ich. Oh, das Spiel ist so gut. Oh. Wahrscheinlich kann man die KI irgendwie auch total verarschen, wenn man es raus hat. Kann ich mir gut vorstellen, dass es hier so Hacks gibt, so Geeks, die so richtig gut darin sind. Aber ich... Haltestelle für Solomons Galerie, Colonial Marshall Büro und Sixen Wohnbereiche. Okay. Ich finde das einfach nur super spannend. Und das Alien ist jetzt hoffentlich erstmal ein bisschen weg. Oh, Schrott. Ist mir so egal, ob ich jetzt 10-mal den Part speichere, Leute. Ihr glaubt es nicht. Es ist mir so egal.
Oh, ich höre schon wieder rumgruschen da oben, irgendwo in den Luftschächten, ne? Kann nicht dein Ernst sein? Das rennt mir echt hinterher. Boah, jetzt ernsthaft. Dieses blöde Mistvieh rennt mir wirklich hinterher. Wie es scheint. Ach du Kacke. Solange es sich nicht zeigt, muss ich ja nicht wirklich Angst haben. Keep out. Warum denn? Geschlossene Gesellschaft oder was? Boah, diese dröhnenden Schritte, das ist mit das Schlimmste hier. Diese permanente Spannung. Gerät unzureichend, bräuchte Level 2 oder was? Leute, das macht mich so fertig, die ganze Zeit dieses Vieh da oben, ne? Fuck the Marshals. Hier ist wohl die Anarchie ausgebrochen, ha? Huh? Was? Gehen Sie... Achso, war ich hier falsch, oder was? Das kann doch nicht sein, ich bin gerade erst angekommen. Bin ich hier falsch hergefahren? Ich habe so langsam den Eindruck, als sagt mir das Spiel hiermit, dass ich falsch bin. Ich sprint jetzt einfach mal. Ich habe ja gespeichert. Jetzt ernsthaft? Ich bin doch gerade erst hier angekommen, sag mal. Oder bin ich hier rausgekommen eben? Nee, wo bin ich denn rausgekommen? Hier, ne? Nee, hier! Warte, ich verstehe das nicht. Oh, was? Alien foppt mich hier, wie es kann, ne? Oh. Dieser Waggon für den Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich jetzt irgendwas verpasst oder wie? Warum bin ich eben falsch gefahren? Ich bin so verwirrt, seht ihr? Ich bin schon so... Boah, hätte ich hier keinen Navi, dann wüsste ich nicht. Ah, Samuels und Taylor, sehr gut. Schön, dass sie noch leben übrigens. Welche Tür darf es sein? Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. Oh Mann. Wie Ripley? Ist das Ripley? Sieht ja übel aus. Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte Sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Was? Warum? Warum droppen die den Base? Ripley sucht nach Hilfe. Ihr habt's gehört, das war ein Base-Drop. Ja, ich wollte mal einen Witz machen. Die Stimmung ein bisschen auflockern, ihr wisst schon. Es ist ja so. Es ist ja so lustig, das Spiel die ganze Zeit, ne? Für euch vielleicht. Wen haben wir denn da?
Ja, ich find's auch lustig, aber trotzdem. E-Chorlander. Sevastopol Skimet-Turm. Wir haben keine Sicherheit liegt uns am Herzen. Bitte melden Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend. Ach so, ihr habt's gerade stillgelegt und jetzt wollt ihr die Fehlfunktion erfahren. Pennergesichter. Oh, was? Ganz überhört, das Piepsen. Natürlich werde ich hier speichern. Was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn? Wie gut, dass es hier an jeder Station eins gibt, ne? Oh. Diese Anspannung, die jedes Mal von einem abfällt, wenn man hier speichert. Das ist herrlich. Ist das noch was? Nee. Na gut, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich fand's sehr spannend. Oh, wie die davor. Die war noch heftiger. Na gut. Auf jeden Fall würde ich mich über ein paar Daumen hoch und Kommentare freuen. Und wenn ihr wieder einschaltet zu Alien Isolation.